Der Case Magnum und der John Deere 8000 sind wegen ihrer Einschränkungen im Getriebe für Rückwärtsarbeiten nicht zu empfehlen. Außerdem ändert John Deere zwischen R2 und R3 auch die Zapfwellendrehzahl. Beim New Holland ist das Rückwärtsarbeiten mit Einschränkungen möglich. Nur der Fendt mit 4440 Gängen und Wendeschaltung ist in dieser Gruppe gut geeignet für das Arbeiten in Schubfahrt. Zumal Fendt mit der Turbokupplung die Möglichkeit bietet, über die Fußbremse im großen Gang mit Standgas an das Anbaugerät heranzufahren. Beim Geräteankuppeln ein hilfreiches Millimeterspiel. John Deere hat statt der leistungszehrenden Turbokupplung die kräftesparende Permaklatsch, die nur zum Kuppeln mit Öl gefüllt wird. Überhaupt brauchen drei unserer vier Testkandidaten ihre Fußkupplung nur zum Rangieren und für den Notstopp. Nur Fendt benötigt das Pedal für den Gangwechsel, für den Gruppenwechsel und für die Wendeschaltung. Aber bei Fendt hilft die Turbokupplung beim sanften Schalten. Wie funktioniert das Variophil-Prinzip eigentlich? Die Turbokupplung befindet sich zwischen Motor und Getriebe. Sie besteht aus einem motorseitigen Turbinenrad und einem getriebeseitigen Pumpenrad. Beide sind nur durch Öl miteinander verbunden. Wenn der Schlepper stillsteht, liegt dieses Öl unten in der Turbokupplung. Fährt der Traktor los, dreht sich die motorseitige Turbine und reißt das Öl mit. Bei dem Variophil-Kupplungssystem fließt ein Teil des Öls zunächst in die inneren Verdrängungskammern, um ein zügiges Anfahren zu ermöglichen. Erst oberhalb von 1200 Motorumdrehungen presst die Zentrifugalkraft alles Öl zwischen Turbinen und Pumpenrad. Die Verbindung wird kraftschlüssig. Bei unseren Schleppertestmessungen stellen wir bei Turbokupplungen unter voller Last und bei Nenndrehzahl etwa 2% Schlupf fest. Was bedeutet das in der Praxis? Mit der Turbokupplung lässt sich komfortabel Schlepper fahren, auch über den Wochenmarkt. Wir fragten Martin Lehring von der Firma Maico in Holland, weshalb er sich für den großen Fendt entschieden hat. Wir benötigen unseren Traktor für Feld- und für Transportarbeiten. Gleichzeitig möchten wir auch die Qualität unserer eigenen Produkte unterstützen und demonstrieren. Unsere großen Anhänger mit ihrer hohen Transportkapazität passen hier besonders gut mit Fendt zusammen. Ausschlaggebend, so Martin Lehring, für den Favorit 822 seien aber die 50 km/h und die gefederte Vorderachse gewesen. Die New Holland Schlepper von Fiat und Ford schalten per Tastendruck die Getriebeautomatik ein. Ab dem 10. Gang schaltet das Getriebe dann oberhalb von 2100 Motorumdrehungen automatisch hoch und unterhalb von 1600 Touren automatisch herunter. Während New Holland und Fendt für den Transport interessante Zusatzfunktionen bieten, sind John Deere und Case mehr auf den Acker spezialisiert. Wie zum Beispiel hier der Magnum von Landwirt Hamann im ostdeutschen Mildenitz. Hamann bewirtschaftet einen weiteren Betrieb im Rheinland und fährt mit LKW und Tieflader mehrmals im Jahr quer durch die Republik. Wir fragten ihn, weshalb er sich für den Magnum entschieden hat. Im letzten Jahr war dies der größte Standardschlepper, der auf dem Markt war. Und die Firma Case war die einzige Firma, die in der Lage war, den Schlepper innerhalb von 8 Tagen auf den Hof zu stellen. Ja. Ich hatte vorher ein anderes Fabrikat, der ist nach 15 Monaten durchgebrochen. Und ich brauchte zur Bestellung von heute auf morgen einen anderen Schlepper. Und Case konnte den liefern. Was Vergleichbares war eben zum damaligen Zeitpunkt nicht auf dem Markt. Es ging um die Hubleistung. Mhm. Zapfwellenleistung und Fronthydraulik. Wir machen alles im Direktsaatverfahren mit Duzzi.
Das Gerät ist sehr schwer. Wir haben ein 4-Meter Gerät mit Scheibenscharbalken, wiegt mit voller Drillmaschine ca. 6,5 Tonnen. Und vorne hängt ein 4-Meter Frontgruppe dran. Und da haben viele Schlepper ihre Probleme mit. Mit der Hubkraft hinten, beziehungsweise mit dem Hebelwirkung hinten und vorne am Schlepper.